Freunde, hallo YouTube, hallo Lars. Ich möchte euch heute das Bark River Gunny Hunter vorstellen. Das ist ein bisschen eine Abwandlung der Standardserie des Bark River Gunnies. Und ja, falls ihr jetzt hier so ein bisschen prasselnde Geräusche hört, das kommt vom Regen, das hier aufs Dachfenster knallt. Und ich hoffe, das stört nicht so arg, aber es ist heute am Dauerregnen. Hier wäre das Bark River Gunny in CPM 3V. Die Griffbeschalung ist in Wüsteneisenholz, also so langsam kriege ich auch ein Faible für dieses Holz und die ganze Beschalung ist unterlegt mit rotem Fiberliner. Sehr schön verschliffen, verarbeitet, keine Kanten an den Handgriffen, also ein wunderschönes Messer. Die Schrauben, oder auf Englisch nennt man die, glaube ich, Kirby Bolts, kein Übergang zu spüren, wenn man mit der Hand drüber geht. Die Öse fürs Lanyard Hole ist sauberst verarbeitet, also wirklich ein gefälliges Messer. Wie ihr seht, hat das Gunny gegenüber der Standardversion hier keinen Daumen oder keine Daumenrampe und auch die Spitze ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen in mehr Drop-Point-Richtung gehalten. Verwendet wird der pulvermetallurgische Stahl 3V, also CPM 3V. Der soll wieder laut Hersteller eine Härte zwischen 58 und 60 haben. Wenn wir jetzt gleich bei den Daten sind, die Klingenlänge beträgt 9,6 cm. Die Klingenstärke beim Gunny ordentliche 4 mm. Die Gesamtlänge liegt bei 21 cm und das Gewicht ist mit ca. 160 Gramm eigentlich recht ordentlich in der Hand zu spüren. Ich habe das Gunny ja, wie gesagt, wieder vom Lars ausleihen dürfen. Ich habe mit dem Gunny wieder verschiedene Küchenarbeiten gemacht, wieder das übliche Paracord. Dafür habe ich es in der Küche mehrmals eingesetzt, also ein recht ordentliches und führiges Messer. Hier sieht man wieder den Vergleich zum, ja, wie soll ich sagen, wie es in der Hand liegt. Hier sieht man es jetzt schön, vielleicht die Griffe sind in 3D gehalten, also mit Konturen ausgeschliffen und ich halte das Messer eigentlich recht gut in der Hand. Die Arbeiten, wo ich mitgemacht habe, wieder die obligatorischen Tomaten geschnitten, Paracord geschnitten und als Schwabe auch die rote Wurst mit angeschnitten. Alle Arbeiten, also einwandfrei, das muss es auch können. Das waren jetzt keine großen Herausforderungen, aber das Gunny ist eigentlich prädestiniert für ein bisschen mehr. Also mit einer 4 mm Klingenbreite ist es ein ordentlicher Arbeiter. Und es ist so der kleinere Bruder, also der dimensional kleine Bruder vom Bravo 1. Und also im Maßstab ein bisschen verkleinert, aber ansonsten die gleiche Funktionalität. Allerdings hier ist ein bisschen so die mehr jagdliche Version, darum heißt es auch Hunter, also mehr für Jäger oder für Leute, die eigentlich so eine Drop-Point-Klinge bevorzugen. Lässt sich einwandfrei mitarbeiten und
Ich habe es gerne in der Hand gehabt. Dieses Wüsteneisenholz, wie ich es vorher erwähnt habe, gefällt mir eigentlich immer mehr. Also ich muss echt sagen, ich bin ja eigentlich so ein bisschen ein Mirkata-Fan. Aber wie gesagt, das Holz sagt mir jetzt eigentlich mehr zu. Ich habe halt dieses Mirkata immer verwendet, zwecks ja, Pflegeleichtigkeit, und wusste halt nicht und weiß es heute auch noch nicht, ob dieses Holz hier irgendwie stabilisiert ist, also sprich, wenn es feucht wird, ob sich's verzieht. Müssten wir mal eruieren. Also, das war jetzt meine kurze Vorstellung vom, ja, Bark River Gunny Hunter in der 3V-Stahl-Ausführung. In meines Erachtens klasse Messer. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ich danke nochmal dem Lars Förster, dass ich es vorstellen durfte. Also es gefällt mir immer mehr. Und die Gunnies, die, glaube, sind zurzeit in alle 3 Versionen, in der Hunter-Version, in der, glaube sogar in der Elmex-Stahl-Version und in der 3V-Version bei Jenny Döpken von Klingenwelt beziehbar. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Es grüßt der Indoor Ranger.